Hallo und willkommen zurück zu Jule und Porky retten die Welt. Wir schaffen das. Verdrehte Welt, ich muss kochen. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen kann. Ich muss überhaupt schon irgendwie was zum Kochen. Nein. Da ist Fleisch, da ist Wasser, aber wir haben keinen Topf, ne? Wir haben keinen Topf. Aber eine 9mm ohne Munition. Ich brauche Stofffetzen für Klebeband oder an sich Klebeband, dann kann ich die Schmiede bauen. Na, drei Stofffetzen hätte ich hier. Du brauchst 10 Stück für ein Klebeband und ich habe ein Klebeband bisher gebastelt. Such gerade was. Könntest halt notfalls ein bisschen Baumwolle sammeln oder so. Ja, bin ich dabei. Es ist doof, es ist gerade nicht so viel Baumwolle, aber Gras. Na, das ist doch schon mal gut. Super, ne? Das ist doch schon mal toll. Ich guck mal, dass ich ein bisschen Holz am Start bringe. Mach mal. Mit meiner schönen Zweier Steinaxt, die ich da gefunden habe. Ganz neu, die glänzt noch. Die glänzt noch, ja. Wie eine Speckschwarte. Ach, toll. Hast du den Hüpfi gefunden? Nein, jemand anderes. Du hast keine Ausdauer. Also um 4 Uhr ist die Nacht vorbei. Wir sollten uns schleunigst irgendwie einen Diner oder sowas suchen. Oh Gott. Ja, ich bin gleich bei dir, wenn das so weitergeht. Kann im Dunkeln lesen. Was? Die kann im Dunkeln lesen, sag ich. Ja, ist doch gut. Na, da geh ich doch mal hin. Oh. Furious Fists. Ja, die lese ich mal. Oh, Essen. Geil. Kunst des Bergbaus. Du kannst Diamantsägeplatten für deine Werkzeuge fertigen. Oh, das hilft uns jetzt ganz neu weiter, weil wir ja am Verhungern sind. Ich liebe Diamantsägeblätter zum Frühstück. Ja, sie sind gut. So, warte mal. Chefkoch, was ist denn hier der zweite? Ach so, da findet man mehr in Müllcontainern. Rabbel in die Container. Müllcontainer-Taucher. Okay. Und bei Intelligenz. Nee, wo sind denn die Beete und Felder-Dinger gewesen? Ach, vom Landleben. Hab schon einen Punkt drin. Okay. Da brauche ich dann hier aber auch Stufe 3. Und beim Chefkoch brauche ich Stärke Stufe 4. Da mache ich mal einen in Stärke rein. So, hier ist doch so eine Fressbude. Da steht ein Kochtopf drin. Geil. Ich habe jetzt Baumwolle. Das heißt, ich kann Klebeband machen. Das dauert aber ein bisschen. So, Kochtopf essen wir. Mais, Brot und Goldrutentee kann ich jetzt machen. Goldrutentee wäre geil. Die ist auch feral. Du bist nicht alles feral. Jo, weiß ich nicht. Frag doch mal. Wieso bist du feral, Junge? Musst du mal lieb fragen und dann wird die dir das schon sagen. Ja, die war gerade nicht gesprächig. Na, so was Blödes aber auch. Ups. Wo kommen die denn jetzt hier alle her? Zwei Stück von hinten, zwei Stück von vorne? Ich habe hier auch echt extrem viele Zombies bei mir. Irgendwie drehe ich mich um und sind drei neue da. So, Pflanzenrezept, Stofffetzen, Leber, Klebeband. Das sollte passen. Dann kann ich jetzt die Schmiede bauen. Gut.
habe uns gerade einen Hirsch geschossen. Geil. Auf 200 Meter Entfernung. Mindestens 204. 204 Meter. 204 Meter. So, sehr gut. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Warte mal, noch ein Hirsch. Noch ein Frame Hirsch. Dich hoch, was weiß denn ich? Ach so, war das. Schmied. Ah. Pflaster. Ach so, haha, Leder. Ja, hätte ich da. Oh, wir haben eine Pistole? Cool. Ja, hab ich doch eben gefunden. Und hier gibt's auch Leder. Ich hab Leder. Schmiede baut. Ich hab einfach den Bürostuhl verlegt. Ja, okay. Na, der stand unten in der Tanke, glaube ich, drin oder so. Okay. Here we go. Here we go again. Ich werde mal einen Screenshot machen. Okay. So, gut, ich komme mal schnell zurück und dann stoppen wir mal den Topf da in das Feuer rein. Sind hier nicht auch zwei verbrannte Zombies im Auto? Ah ja. Keine Ausdauer mehr, so ein Scheiß. Wieder so ein Hüpfi. Der war da drüben. Ah, das geht nicht. Okay, schade. So. Hüpft mir hier entgegen. Hüpf, hüpf. Ja, das kann der. Ich gehe außen hoch hier. Hier ist auch schön. Hui. So, Kochtopf rein. Mal das her, gib mal das her und das und das Wasser und das und ne, warte mal, die Kartoffeln, mit denen können wir wahrscheinlich schon nichts machen, ne? Mm-mm. Noch oh, nicht. Das sieht ja stylisch aus, ey. Wir können ja hier. Können? Ja. Das sieht ja mal aus wie eine Profiküche hier. Ja, Profi würde ich jetzt nicht sagen, aber ja. Doch, das ist eine Profiküche. Naja, gut. Kochgrill bastel ich dir auch gerade. Ja, das ist schön. Ja. Wo ist das Holz? Da. So, Wasser. Hatten wir noch Wasser? Ne, Wasser hatten wir keins mehr, ne? Leider nicht. Verkohltes Wildbret, gegrillter Mais, gekochtes Ei. Haben wir eigentlich Eier? Eier, 7 Stück. Ich habe auch noch eins hier. Gebackene Kartoffeln können. Hier ist auch ein Kochgrill für dich gerade fertig geworden. In der Schmiede. Dann könntest du gegrilltes Wildbret machen. Aber bitte nicht das Verkohlte. In dem Hotel sind viele Toiletten. Da könnten wir auch Wasser finden.
Ich kann kein gegrilltes Wildbret. Ach, das geht noch nicht? Ah, okay. Natürlich nicht. Ich kann verkohltes Wildbret machen. Nee, das wäre nicht so gut. Ich sehe hier auch gar kein gegrilltes Wildbret, ehrlich gesagt. Gibt's das nicht mehr? Okay. Hier steht keins drin. Komisch. Ach, oh. Gegrilltes Fleisch. Gegrilltes Fleisch. Ja, ja. Sorry. Ja. Freischaltoption, Nahrung 4 von 6. Ah, da fehlen mir irgendwie noch 2 Dinger oder so. Ah, okay. Weiß ich nicht. Na, dann ist das so. Skillpunkte habe ich jetzt keine mehr. Ja, gut, dann mache ich erstmal das ganze Nahrungsgedönse wieder weg. Oh. Oh. Doch, ein Wasser habe ich unten in meiner Tasche, sehe ich gerade, in meinem Beutel. Willst du es haben? Ja, kannst du mir geben, dann mache ich dann einen Tee draus. Ich bring's dir gleich, wenn ich tot bin. Danke. Wieso stehen denn jetzt hier schon Felder? Das ist mein Job, nicht dein Job. Oh, das ist meiner. Oh. Upsi. Ja. Ja. Hier ist mein Wasser. So. Goldrutentee. Wieso kann ich nur eins machen? Ach so. So, 5. So, da kommt jetzt noch ein Wasser raus. Dann machen wir da auch noch direkt einen Tee draus. Roter Tee kann ich noch nicht. So, dann brauchen wir da 6 Minuten Brennzeit. Oh, das reicht. So, okidoki. Pfeile, Steinpfeile. 69 Stück, die machen wir uns mal. Und die Eier können dann auch noch mal da rein. So. Ist ja richtig duster. Das ist ja so duster gerade. Ja, das ist halt so. Das macht nichts. Das. Beete und Felderblock. Kann ich davon irgendwas machen hier? Lehm fehlt. Ich wollte gerade welches abbauen und dann kam Schwester, Tante Gabi, hast du nicht gesehen, hat mir voll auf die Fresse gehauen. Ach so, und Nitrat fehlt. Hab ich. Hier. Gammelfleisch. So, uns fehlt jetzt Lehm noch, okay. Mhm. Ja gut, wir könnten auch die Quest machen, ne? Wir können auch gerne Quest machen, ja. Futter Medi, ist da schon was drin? Ah ja. Ja. Ist gerade am Sortieren, okay. Den einen Honig nehme ich vorsichtshalber mal mit. Ja, nimm den mal mit, nicht, dass du den noch brauchst. Ich gehe mal Richtung Quest. Ich komme dir sofort hinterher. Beziehungsweise, welche Quest machen wir denn? Egal. Lass uns auch beide machen. Können einfach. Also ich habe jetzt das Pass and Gas Store Dings, habe ich jetzt. Ich folge dir einfach. Ich habe nur nichts mehr zu essen, ne? Ja, frag mal. Ich habe noch 31 HP, 30 Essen, 30 Trinken. Da bin ich dead. Hier drin war es schon, ja. Hier drin. Was ist denn das hier für ein Ding? Steht hier der Feralwolf drin in dem Teil hier? Bitte nicht. Oh, der ist Stufe 4. Da gehen wir besser nicht rein. Ach, das ist Judy Witch. Okay. Alles klar. Oh, ein Bauplan für Magazinmod. Na. So. Oh, eine Miso-Suppe. Geil. Direkt in den Hals damit. Direkt drin in den Schacht.
So. Bist du da? Nee, ich habe keine Ausdauersekunde. Ich eile. Na, dann farm ich hier schon mal so ein bisschen Kram außen rum. Jetzt bin ich da. Sollen wir es doppelt looten? Klar. Wir haben nichts. Lohnt sich. Sehr gut. Wir looten doppelt. Ups. Upsi. Eine halbe Portion und eine Frau im blauen Kleid. Brauchst du Hilfe? Nö. Hm. Eigentlich nicht. Aber uneigentlich doch. Ein Wasser. Medical Journal. Hier ist ein Schmerzmittel drin, aber das willst du wahrscheinlich nicht nehmen, wenn wir eh nichts zu trinken haben. Ne? Nee. Oh, ein zweier Knochenmesser, geil. Ich glaube, da oben drauf stand immer da eine Kiste. Da oben muss auch noch was drauf sein, ja. Ja, eine Waffentasche, oder? Oh. Tech Planet. Und ein paar Teile. Naja, okay. Ich glaube, hier ist ein Hund drin. Ein Hund? Nee, ein Zombie. Zwei Zombie. Zombies. Und leveln. Oh, ein selbstgebautes Maschinengewehr, Stufe 4. Und ein Kühlmaschinenmod und Verbände. Alles klar. Da war's rein. Vehicle Adventures. Können wir uns bald ein Auto bauen. Magen. Da sind zufällig noch ein paar Schuss drin. Nein. Na gut, daneben ohne. Gut. Warte. Oh toll, Steine und Geld. Mhm. Na dann, starten wir aber. Starte. So, schnell mal Doppelloot im Peasant Gas hier. Oben war da auch immer noch irgendwas, ne? Manchmal nur Wasser oder so. Pack hier nicht eine Tasche immer? Nee. Essen. Oh, geil. Essen. Ja, da bin ich ja mal drauf gespannt, ob sich da beim Essen, beim Wasser, was geändert hat. Das, ja, das interessiert mich auch. Hm. Oh, bei mir waren da zwei. Naja. Ja. Noch ein selbstgebautes Maschinengewehr. Zweimal Schrotmunition. Home Cooking Buch. Ja, gib her. Ja. Meine Bettlektüre. Kochen für Männer. Oh, ach ja, wie sieht das denn aus? Warte. Ich bewege mich nicht. Diesmal war der Hund da. Ja, ich sag ja, da ist ein Hund drin. Hm. Oh, Fähigkeitspunkt bekommen. Also Level up. GZ! Warte mal, ich hab eine Glücksbrille an. Ich mach nur kaputt. Du lootest. Eine Dose Pfirsiche. Jo. Lucky Looter Band 1. Schrott. Finde mehr Schrott in Beute. Willst du es haben? Ja.
Danke. Und da war auch hier, warte mal, habe ich nicht schon... hier, da. Aufrüstung. Danke. Das ist schon die zweite, die ich gefunden habe. Endlich ein paar Schuhe. Hier, Tools, Digest. Kannst du haben. Du musst Werkzeug bauen. Ich muss Werkzeug bauen. Hast du alles andere gelootet da drin? Ja, eigentlich schon. Ich wüsste jetzt nicht, was noch hier... Das Regal auch? Ach, nee. Achso, das Regal, ne. Da waren nur 7 Nägel drin. Und wir müssen noch die Waffentasche holen da oben. Oder hast du die? Die Waffeltasche? Was ist denn das hier? Shotgun Weekly. Okay, das lese ich mal. Eine Strahlungsentferner-Mod. War dabei. So, jetzt können wir die andere Quest machen, ne? Mhm. 400 Meter. Die hier ist ja fertig. Nach Norden. 400 Meter nach Norden. Da, okay. Auf geht's. Ich glaube, ich mache noch einen Screenshot vom Passing Gas. Obwohl, ne. Sieht kacke aus, das Schild. Jetzt fängt auch noch an zu regnen. Hast du einen Schirm mit? Nee, es wäre schön, wenn wir irgendeine Tüte hätten oder so zum Wasser sammeln. Irgendwas. Tja. Das haben sie ja rausgepatcht. In der Beta Vanilla ist es noch drin, dass du leere Gläser behältst und die wieder voll machen kannst. Macht ja auch Sinn. Ja. Ich würde alles nehmen, was irgendwie Wasser fängt in der Apokalypse, egal was. Ja, wir müssen uns so einen Wasserfilter besorgen. Tausender, ne? Ah ja. Den brauchen wir. Hier ist auch irgendwie ein großes Feld oder so. Da gehe ich lieber nicht drauf jetzt. Die Rüstung ist schwach, wird mir angezeigt. Toll. Fällt schon auseinander. Ich fall schon auseinander, ja. Was ist denn das hier für ein Haus? Ist auch ein Questgebäude. Auch Stufe 3. So Stufe 1 Quests gibt's hier nicht mehr, wa? Was ist das hier für ein Ding? Auch Stufe 3. Kann doch nicht wahr sein. Doch. Kann wahr sein. Kann wahr sein. Hä? Wo sollen die Quests sein? Meter. Säubere das Gebiet. Weed Church Residence. Die Kirche, ist das? Weiß ich nicht. Ja, ich denke. Weil der mir hier gerade diesen Sound abgespielt hat, dass ich bei der Quest wäre. Deswegen. 90 Meter. Ja. Hä? Wieso wird mir die Quest denn jetzt nicht mehr angezeigt? Aktiviere Sammelpunkt. Vielleicht hast du ihn irgendwie anders aktualisiert. Also lauf mir einfach nach, 60 Meter hier lang. Ja, ich sehe sie ja jetzt wieder. Ich weiß nicht, warum sie nicht mehr an war. Das kam mir gerade so merkwürdig vor. Bulas. Okidoki. Ist doch fast dasselbe Ding. Was ist das dasselbe Ding? Okay. Hä? Ja. Gleiche. Interessant. Gleiche POI, nur nicht Pass and Gas, oder? Doch. Interessant. Naja, gut. Egal.
Autsch. Oh, sie slidet. Geil. Sie slidet ja, nach die... vorne und schlägt mich. Ja, ja, das können die. Das ist extra so in dem Spiel. Toll. Wow, epischer Loot. Ja. Knochen. Hier ist eine Dose Hühnchen. Ja. Wie viel Prozent hast du noch? 25 essen, 19 trinken. Ich hab 3% essen. Geil. Aha. Dafür haben wir jetzt noch eine selbstgebaute Pistole. Guck mal hier in das Kühldings, hier Eis, da ist da was zu essen und trinken drin, bevor du weiter rennst. Ja, 2 Wasser. Okay, ja, immerhin. Hm. Machine Gun. Machine Gunner, okay. Hier ist eine Dose Thunfisch, hier. Dann iss. Nein, iss du. So ich? Weil du auch Hunger hast. Ja, aber du hast doch weniger Essen, prozentual. Alles gut, alles gut. Hier hast du noch ein Buch zu lesen. Ja. Das war's. Ja, dann. Na dann. Kannst du starten. Mache ich doch glatt. Electrical Traps. Hm? Ein Buch gefunden. Willst du das lesen? Nö, liest du mal. Ich glaube, so lange werden wir gar nicht spielen. Deswegen lies einfach und nimm die EP mit. Oh, heute liegt keiner da. Da oben steht einer. Voll daneben geschossen, das gibt's ja nicht. Ah! Wow. Hast du das gesehen? Eine Dose Pfirsiche. Hau rein. Eine bessere Stoffrüstung für die Beine für dich. Dann zieh du doch an, du hast auch noch Dings an. Ich hab eine Vierer. Ach so. Dann zieh sie dir oben rum an, dann bist du da wesentlich immer nackig. Ich lauf gern so rum. Mhm. Ich muss dich doch beeindrucken. Wieso musst du mich beeindrucken, seit wann das denn? Ja, weil das so ist. Aloe-Creme, das ist gut. Dann kannst du heute Nacht dir... Ich? Ja. Ich. Kannst dir eine Maske mitbauen. Denk dran, hier den Kühl hinter dir. Ja. Ah. Da ist ein Kaffee drin. Dann trink doch den Kaffee. Bei mir ist der Hund schon tot. Bei mir auch. Der hat keinen Kopf mehr. Die lebt noch. Hund. Und der Typ lebt noch da oben. Hm. Nice. Na, hat doch gut geklappt. Vielleicht haben die den Hund gegessen. Schon wieder ein selbstgebautes Gewehr. Oh. Jetzt sollte ich die Glücksbrille mal wieder ausziehen. Ja. Oben in der Kiste ist noch ein Tools-Dingsbums-Magazin. Tools-Dinges, okay. Danke. Schön. So, jetzt bin ich auch vollgeladen. Jetzt können wir erstmal zum Händler tappen, wa? Lauf mal. Ich komme hinterher. Zum Händler. Sind ja nur 500 Meter. Ja. Mit null Ausdauer sind 500 Meter 30 Kilometer. Ja, das stimmt wohl.
noch einen Skillpunkt. Ja, ich hatte noch einen Skillpunkt. Da bräuchte ich ja dann. Hier ist Puppy Pants, waren da nicht immer so viele Bücher? Da waren viele Bücher, sind aber glaube ich auch Stufe 3 oder so. Ach so. Jetzt könntest du es einfach mal markieren. Machen wir mal einen noch in Stärke rein. Poopy Pants Daycare. Oder das ist auch noch so ein großes Ding, das kenne ich gar nicht. Ja, wir können das markieren. Auch den Baumarkt da können wir mal markieren. Mhm. Ich mach mal hier. Wegpunkt speichern. Hier. Was machen wir da? Nehmen wir den hier. Kindergarten. Und hier ist dann der Baumarkt, ja. Hier ist bestimmt ein Supermarkt oder sowas. Da oben ist auf jeden Fall ein Armeezelt oben alles drauf und Wassersammler. Ja, die kannst du aber nicht abbauen, die Wassersammler, glaube ich. Ja, aber ist da Wasser dann drin? Das könnte sein. Ein Obi. Ist das ein Obi? Na, hier ist ein Obi vor uns. Sieht aus wie ein Obi. Gut. Ich baue meine Leiter an der Seite und versuche mich aufs Dach zu framen. Stufe 3 hier. Dann frame ich mich einfach so hoch mit ein paar Baublöcken. Weil wir dann nochmal hier hoch könnten. Mit Frames auch. Aber ist egal. Ja, aber die muss man wieder abnehmen. Einiges da. Eventuell müssen wir runterspringen und sind tot. Ja, hier ist ganz schön was los. Normalerweise. Pass auf, ich gehe ganz langsam. Da ist auch schöne große Kiste. Oh. Es war nur Plastik drin. Da ist auf jeden Fall ein Haufen Loot in dem großen Zelt. Aber ich bin so überladen und halb tot. Mehr als nur halb tot. Auch. Dass sich das gar nicht lohnt. Deswegen lass uns hier weg. Lass uns die Aufgaben abgeben. Wir gehen die Aufgaben abgeben. Ich wollte schon immer Aufgaben abgeben. Finde ich generell viel besser und spannender. Ach ja. Noch ein bisschen Holz einsammeln zwischendurch. Können wir zu Hause ein bisschen aufwerten und so. Aufwerten, ja. Alles gut. Mal zum Händler, das ist jetzt halt ja, ein bisschen mühsam. Ja, wir sind noch fast da. Habe ich eigentlich so gedöhnt. Ja, das kann mal weg. Also ich habe jetzt 3 selbstgebaute Maschinengewehre und eine selbstgebaute Pistole und einen Schlagstock gefunden. Ich würde davon mal ein bisschen was verscherbeln. Ja, wir brauchen davon erstmal gar nichts. Verkauf den ganzen Mist. Ich würde vielleicht ein selbstgebautes Gewehr mal aufheben. Ja, wir haben keine Munition. Ja, eben. Wir haben keine Munition, aber ich würde halt eins mal aufheben. Man weiß ja nie, wenn wir ein bisschen Munition haben, dann haben wir wenigstens mal was zum Ballern, ne? Hm. Wollen wir das in der nächsten Folge weitermachen? Das können wir auch in der nächsten Folge machen. Dann gehen wir jetzt noch zum Händler. Händler. Und dann tun wir hier die Folge beenden und dann sehen wir uns in der nächsten Folge beim Händler wieder. Yes. Ne? Gut. Okay. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da und schaut mal bei Jule auf dem Kanal. Der ist unten verlinkt. Tschüssikowski. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.